Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin Shamila, falls du mich noch nicht kennst, kannst du gerne auf meinem Kanal vorbeischauen und falls dich dort der Inhalt anspricht, auch gerne hier unten direkt abonnieren. Das würde mir sehr, sehr weiterhelfen, weil ich will unbedingt dieses Jahr die 1000 Abonnenten knacken und du kannst mir vielleicht dabei weiterhelfen. Und ja, wie du schon im Titel gelesen hast, geht es heute um ein XXL Shein Haul und das wird der Leute beste Shein Haul ever. Ich habe noch nie mir so viel gekauft und zwar sind das nicht mal Klamotten, die ich mir gekauft habe. Ich habe so viele coole Dupes gefunden, also wirklich Dupes, keine Fakes, aber richtig coole Dupes zu richtig teuren Marken und bin einfach so happy und das Paket kam gestern an und ich wollte jetzt sofort das Video drehen und deswegen werden wir jetzt nicht lang drum herum reden und steigen ein sofort in das Video. So, ich weiß gar nicht, womit ich zuerst anfangen soll. Ich habe hier alles vorliegen. Ich fange einfach mit dem nächstbesten an. Und zwar habe ich mir hier eine Handyhülle bestellt für mein iPhone. Ich habe ein iPhone 8, deswegen sieht das so aus. Das ist eine weiße Silikonhülle mit einem roségoldenen Herzen, roségoldene Ränder. Meine alten Hüllen, die fühlen sich irgendwie voll komisch an auf der Haut, also in der Hand. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt und ich denke, das liegt einfach vielleicht daran, weil die schon ein bisschen älter sind. Egal, wie oft ich das desinfiziere, es fühlt sich einfach so ein bisschen komisch an. Deswegen einfach eine neue Hülle bestellen, die war auch sehr, sehr günstig. Ich schreibe euch alle Preise, die ich dann schlussendlich dafür bezahlt habe, hier unten rein. Ich habe, glaube ich, 22% gespart, weil ich über 109 Euro bestellt habe. Das war so ein Code von Shein selbst. Genau, und als Tipp, am Wochenende kriegt ihr sogar gratis Versand. Ich glaube, selbst wenn ihr schon ab 9 Euro oder so bestellt oder gar keinen Mindestbestellwert. Dann habe ich mir diese Ohrringe gekauft. Leute, ihr kennt die aus meinem vorherigen Shein Haul. Übrigens, falls ihr dieses Geräusch gehört habt, das war meine Mom, sie kocht gerade. Und ich habe die Ohrringe, also ich habe einen verloren gehabt und deswegen, ja, konnte ich die nicht mehr tragen. Aber ich habe die so sehr geliebt, deswegen habe ich mir die einfach nochmal bestellt und die sind auch nicht teuer, aber sehen so teuer aus, finde ich. Also seht ihr ja so Gold und Steinchen und sowas. Also richtig, richtig nice. Da fange ich schon an mit dem ersten Dupe und zwar seht ihr das? Das ist so eine Tangle-Teaser-Bürste und ich kann echt sagen, die sieht aus wie das Original. Also wenn ihr das Original googelt, das sieht 1:1 so aus, nur dass da hier noch Tangle Teaser draufsteht. Und ich habe einen originalen Tangle Teaser. Das war dieser pinke, der so ja ein bisschen ja ohne diesen Stiel war. Einfach nur so den Bürstenkopf dran und ich liebe den über alles. Und ich habe den damals durch eine App so, sozusagen geschenkt bekommen. Und ich habe es nicht eingesehen, dann nochmal sozusagen für 15 Euro eine Bürste zu kaufen, wobei ich mir nicht sicher bin, ob die mir gefällt, weil ich liebe ja den anderen Bürstenkopf, der ein komplett anderer Stil war, aber das hier, das habe ich schon mal ähnlich von DM gekauft, das war aber viel, viel größer und das habe ich gar nicht gemocht und ich wollte halt nicht zu viel Geld ausgeben für etwas, was ich vielleicht dann nicht mag, aber der ist richtig gut. Also der fühlt sich richtig gut in der Hand an, es ist auch nicht zu groß oder so wie bei dem anderen und ich liebe das einfach. Also wenn ich mir eine neue Bürste holen möchte, dann werde ich mir definitiv dann den Tangle Teaser, wenn der mal im Angebot sein sollte, bei Zalando oder so, nochmal in rosa bestellen, weil die hatten das noch in Mintgrün und Lavendel-Lila. Und genau, ich wollte mir aber so Classic Schwarz erstmal bestellen und für 2 Euro geht das voll fit. Dann das zweite Dupe. Ich schaue direkt schon mit den krassen Dupes raus, ne? Also das hier ist die Marke Gedi oder Gedi. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ist mir auch egal. Aber Leute, ich habe mir eine Uhr bestellt. Ich wollte... Also, es ist keine Fälschung, weil dort steht jetzt nicht Michael Kors drinne. Aber es sieht halt 1:1 aus wie die. Und ihr müsst euch vorstellen, ich war letztes Jahr in Galeria Kaufhof und die hatten da voll viele Angebote. Und die Michael Kors Uhr war sogar etwas reduziert. Es war trotzdem so circa 200 Euro. Aber trotzdem habe ich mir überlegt, ob ich die mir holen soll. Weil ich habe mir noch nie so eine teure Uhr selber gekauft. Ich habe nur eine einzige Uhr, die habe ich von meiner Mom geschenkt bekommen. Grundsätzlich habe ich mir gefühlt nie was Teures gekauft. Also ich glaube, das Einzige, was ich mir selber teuer gekauft habe, sind meine Möbel hier für das Zimmer, was ich euch in meiner Zimmerrenovierung gezeigt habe und mein iPad, was ich durch meinen Job immer so mit Geld verdient, gespart und gekauft habe. Aber sonst kaufe ich mir ungern teure Sachen. Und das hier, Leute,
Das war nicht mal 20 Euro. Ich glaube, 16 Euro oder so habe ich dafür schlussendlich gezahlt. Und ich muss sagen, die fühlt sich richtig gut an. Klar, das ist jetzt keine 200-Euro-Uhr, das merkt man auch. Aber schlussendlich, finde ich, guckt niemand darauf, ob ihr dort Michael Kors drin stehen habt. Und schlussendlich kommt es auch darauf an, ob die Uhr auch läuft und die Uhrzeit anzeigt. Aber ich mag halt dieses Modell super gerne. Und bei Michael Kors, ich habe sie schlussendlich nicht gekauft, weil ich die zu protzig fand an meiner Hand. Und die hier ist ein bisschen anders. Die fühlt sich also nicht so protzig an. Also natürlich, es gibt auch zwei verschiedene Größen. Also die größere fand ich schon sowieso Ausschlusskriterium für mich einfach zu viel. Und die kleine fand ich auch so, als ob das so ein großer Metallklumpen wäre. Und hier ist das nicht so. Also das andere war da, glaube ich, schon etwas größer. Aber ich mag halt dieses Modell, deswegen habe ich mir das gekauft und schaut mal, wie schön die aussieht. Die muss ich natürlich kürzen gehen noch. Das mache ich bei Galeria Kaufhof oder so. Aber grundsätzlich bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Weiß jetzt nicht, wie das vom Metall her ist, ob das sich schnell verfärbt oder so. Das kann ich jetzt nicht sagen, weil, wie gesagt, das Paket ist erst seit gestern angekommen. Aber Leute, die Produkte, die sind wirklich gut verpackt angekommen und sehen sehr vielversprechend aus. Also wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Und ich bin halt auch so ein Mensch, ich will lieber mehr haben. Und dann ist es mir auch egal, ob es günstig oder billig ist. Und ja, will mehr Ma Variation haben, anstatt nur eine Sache. Genau deswegen habe ich mir das gekauft. Dann, Leute, habe ich mir das hier gekauft. Ich glaube, das kennen viele noch nicht. Auf TikTok gab es schon einige Videos dazu. Das ist so ein Produkt, wenn ihr im Sommer zum Beispiel Make-up trägt. Ich packe das mal kurz aus. Und euer Gesicht ölt. Das kennen bestimmt viele von euch. Egal, ob ihr eine ölige Haut habt oder nicht. Irgendwann ölt euer Gesicht trotzdem so ein bisschen nach im Sommer. Und das hier ist so ein Vulkanstein. Und wenn ihr damit drüber geht, dann nimmt es euer ganzes Öl auf und ihr seht so glatt und matt aus. Und Leute, ich habe das schon gestern getestet, als ich direkt von der Uni kam. Und das Praktische daran ist, ihr könnt es auch aufdrehen und ihr könnt diesen Stein waschen. Das heißt, ihr schmeißt den jetzt nicht weg, nachdem ihr das sozusagen eine Woche lang rumgerollt habt auf euer Gesicht. Und ihr könnt es halt wiederverwenden. Es ist nachhaltig und es funktioniert. Und ich werde dazu ein TikTok-Video drehen, wo ich das mal nach einem langen Unitag dann ausprobieren werde für euch. Also folgt mir gerne auf TikTok oder auf Instagram, werde ich das auch vielleicht drehen. Also ich verlinke euch meine sozialen Netzwerke sowieso auf meiner Seite, aber und auch in der Infobox. Aber ich schreibe es euch auch nochmal hier hin, weil ich bin da mega gespannt, wie das so, ja, für euch dann wirken wird, weil sowas kennt, glaube ich, echt nicht jeder und das war halt auch nicht teuer. Dann letztes Jahr, denke ich, kam dieser Zara-Taschen-Hype und ich wollte diese Tasche unbedingt haben, habe es aber nicht eingesehen, für eine Tasche so viel zu zahlen. Und ich habe dann einfach es riskiert, auf Shein diese Tasche zu bestellen, weil ich wusste jetzt nicht, was auf mich zukommt, ob das Material gut ist oder sonst irgendwas, weil die war schon etwas teurer, ich glaube 16 Euro oder so. Aber Leute, können wir bitte über diese Zara Dupe Tasche sprechen, wie 1 zu 1 die so aussieht? Und ich glaube, in Zara kostet die, glaube ich, 30 Euro und ich habe die für 18 Euro oder so gekauft oder 16, ich weiß es nicht mehr. Und die ist wirklich gut. Also die funktioniert, seht ihr ja. Und die ist innen drin auch rot und als Bordeaux-rot. Und ich finde, das sieht so schön aus. Ich mag es, wenn Taschen innen drin rot sind. Und ich wollte schon immer so eine schwarze Tasche haben, die ich so zu meiner Lederjacke tragen kann. Und hier sieht man die gar nicht so gut. Aber Leute, diese Tasche, die ist so, so schön für den Sommer. Eigentlich wollte ich die in grün haben, aber ich dachte mir, so grün trage ich nicht so oft. Deswegen habe ich sie mir jetzt in schwarz gekauft und es gab super, super viele Farben dort. Also wirklich fast alle Farben und genau, eine absolute Empfehlung auf jeden Fall. Und das fühlt sich auch nicht billig an, es fühlt sich sehr schwer an. Es ist genau wie die von Zara, nur halt weniger teuer. Und da habe ich mir gedacht, warum soll ich doppelt zahlen, nur weil da Zara drin steht. Also, nee, ist mir egal. Dann habe ich mir das hier gekauft. Ich glaube, viele wissen vielleicht nicht so ganz genau, was das ist. Es ist, ich weiß nicht, ich habe in letzter Zeit super viele Kerzen gekauft und ich mag es nicht, so nah an mein Gesicht dran zu halten, wenn ich sie auspusten möchte. Und deswegen, das ist so etwas, womit ihr dann eure Kerze ausmachen könnt und dann nicht diesen ganzen Rauch in euren Lungen habt oder in euer Gesicht. Und genau, es gab vier verschiedene Farben. Ihr kriegt eine zufällig, ich wollte eigentlich Gold.
oder Roségold oder Schwarz und ich habe jetzt Silber bekommen. Aber hey, Hauptsache es tut so, was es tun soll. Und ja, dann habe ich mir auch beim Schulkram und Bürobedarf diese Tippex-Dings mir geholt. Das sind einfach 6 Stück drin und die waren echt günstig. Also schaut da echt vorbei bei so Schulkram-Sachen. Ihr findet bestimmt so schöne Blöcke, schöne Stifte, schöne Sets. Und genau, ich habe mal Tippex gebraucht. Die haben hier auch so Blümchenmuster und so. Finde ich richtig, richtig nice. Dann habe ich mir das hier gekauft. Ich glaube, viele denken sich so, was ist das? Das ist so ein Taschensortierding. Also ihr geht da so mit eurer Hand rein, klappt das unten so ein bisschen auf und dann könnt ihr das so in eure Tasche reinstellen. Und das hat hier halt super, super viele Fächer und ich habe halt so eine Tasche, die hat gar kein Innenleben. Also das hier ist die Tasche, die gar kein Innenleben hat und damit ich da ein bisschen mehr Struktur habe, würde ich das so hier reinmachen. Ich muss aber ehrlich sagen, dass dieses Ding etwas zu klein ist für meine große Tasche. Also misst da am besten nochmal eure Taschen richtig aus. Ich habe das auch gemessen, wollte nicht riskieren, dass das zu groß ist und nicht reinpasst. Aber ja, lieber zu klein als zu groß, würde ich auch sagen. Das könnte aber doch ein bisschen größer sein. Also ihr seht es ja gerade so in meiner Hand, wie das ist. Ich kann euch auch gerne Sachen verlinken. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr zu irgendwas Links haben möchtet, weil ich habe ja relativ viel bestellt und ich kann nicht alles reinposten, weil die Infobox nur eine bestimmte Zahl Kommentare, Wörter annimmt. Aber so das meiste Angefragteste kann ich euch gerne verlinken und ja, ich finde, das fühlt sich sehr, sehr gut an. Die Fächer sind auch sehr gut gewählt, also die Größe und so, und hier gibt es auch so ein Fach mit Reißverschluss. Also finde ich schon sehr, sehr praktisch, muss ich echt sagen. Und dann kommen wir zu den gewagteren Sachen. Ich habe mir Victoria's Secret Unterwäsche bestellt auf Shein. Und zwar wollte ich immer schon mal aus Neugier mal wissen, wie sowas aussieht. Und ihr müsst verstehen, ich mag es nicht so, Unterwäsche hier in YouTube zu zeigen. Aber was ich euch so zeigen kann, ist, also so sieht es aus. Ich zeige euch auch das Bild, wie es aussehen sollte. Und hier seht ihr auch zum Beispiel die Diamantbesetzung. Das Material fühlt sich auch sehr, sehr weich an, so silikonhaft oder nee, wie nennt man das? Polyesterhaft und genau. Finde ich sehr, sehr cool gemacht für alle, die sowas mal haben wollten, aber für Victoria's Secret ist einfach, also sich nicht leisten können oder es einfach denen zu teuer war, das verstehe ich auch. Und deswegen habe ich das mal jetzt gekauft. Ihr könnt gerne auf Shein vorbeischauen. Dort haben sehr, sehr viele Mädels auch das komplett so gepostet mit Bildern oder auch keine Ahnung wie getragen und sowas. Aber das passt so nicht zu meinem Stil und ich hoffe, ihr versteht das, dass ich das jetzt nicht so krass zeige bzw. zeigen möchte, weil ich fühle mich damit auch nicht so wohl. Aber ich wollte es trotzdem euch nicht vorenthalten. Dann habe ich auch bei Lounge Underwear das so ähnlich gefunden auf Shein. Das ist so Unterwäsche-Sets mit so Spitze. Ich habe mir da ein Set bestellt, das zeige ich euch auch so ein bisschen oberflächlich, weil wie gesagt, Unterwäsche will ich nicht mehr so gerne zeigen, weil ihr wisst ja, wie ich so bin und allein schon das so zu halten, schäme ich mich gerade todes, aber so sieht es aus, also ihr könnt schon sehen, es ist sehr dünn, es ist sehr schön von der Farbe her und genau, also das Set, ich zeige euch ja die Bilder. Es sieht genauso aus wie auf den Bildern. Ich finde einfach so krass, weil nur weil hier kein Markenname draufsteht, kostet das einfach 30 Euro weniger gefühlt. Und das finde ich so, so heftig an Shein. Und genau, also ganz kurz auch noch zu Shein, weil ich weiß, sehr, sehr viele Shein kritisieren. Ich finde, schlussendlich muss aber jeder wissen, was er macht. Ich werde jetzt zum Beispiel nicht so tun, als ob ich nicht die ganzen Gerüchte um Shein herum nicht kennen würde. Trotzdem denke ich, dass es genug andere Sachen im Leben gibt, wo man sozusagen perfekt sein kann, sich bessern kann. Und nur weil ich jetzt zum Beispiel bei Shein einkaufe, heißt es jetzt nicht, dass ich dort täglich einkaufe oder wöchentlich, sondern alle paar Monate mal und jetzt auch nicht so richtig krass viel konsumiere, sondern das kaufe, was ich vielleicht noch nicht habe oder was ich für mich so kaufe und jetzt nicht extra nur für ein Video oder so. Und darauf, finde ich, kommt es an, dass man auf seinen Konsum achtet, egal von wo man kauft. Und dass es zum Beispiel nicht einfach ist, jeden zu kritisieren mit, kauf da nicht ein, kauf das nicht so, weil man nicht weiß, okay,
wie ist gerade diese Person? Wie ist die finanzielle Lage dieser Person? Nicht jeder hat einen Secondhand-Shop um die Ecke und nicht jeder bestellt gerne online auf eBay oder auf Kleiderkreisel oder so. Und ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man das hier auch nochmal so anspricht und offen kommuniziert, dass man nicht jeden direkt fertig machen muss, ohne so die Hintergründe zu kennen oder ohne ihm wirklich helfen zu können. Und man kann wirklich sich in jedem Lebensbereich sich bessern. Und vielleicht ist der eine zum Beispiel beim Shoppen gehen vielleicht nicht das beste Vorbild, aber vielleicht dann bei einer bewussteren Ernährung oder dass man jetzt zum Beispiel nicht für ein Kurzstreckenziel ein Flugzeug dafür nimmt oder so. Also bei so Transportsachen, dass man da vielleicht mehr darauf achtet. Also würde ich euch sehr, sehr gerne bitten, dass ihr das mir jetzt nicht übel nimmt, dass ich das jetzt hier so bestellt habe. Weil jetzt kommen wir zu etwas komplett anderem. Und zwar, Leute, ich habe für 129 Euro schlussendlich bestellt. Also so viel habe ich gezahlt. Das war eigentlich ein Warenwert von, ich glaube, 170 Euro. Und ich habe hier, seht ihr das, so viel Make-up bestellt, wie noch nie in meinem Leben zuvor. Das ist das allererste Mal, dass ich so viel Make-up bestellt habe. Die komplette Kiste ist hier voll. Und zwar habe ich bei Shein SheGlam bestellt. Das ist die Beauty-Marke von Shein. Und die Beauty-Marke, Leute, ich bin so positiv überrascht, weil ich habe mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt und ich habe herausgefunden, die ist vegan, komplett alle Produkte, die ist tierversuchsfrei, komplett alle Produkte und nicht mal die Drogeriemarken alle sind so. Und das finde ich so heftig und die Produkte, ich habe die schon jetzt so ausgepackt aus ihren Folien und alles, die waren bombenfest verpackt. Also wirklich super, super viele Sicherheitssachen, damit keine Palette zerbricht oder kein Puder auseinanderfällt oder sonst irgendwas. Für meinen Geschmack sogar manchmal zu viel, weil sogar in der Verpackung nochmal so ein Plastikding war. Aber es ist echt richtig, richtig krass, wie viel Mühe sich Shein dabei gibt. Das ganze Packaging sieht so schön aus und ich zeige euch mal zum Beispiel manche Sachen als so einen kleinen Teaser, weil ich werde dazu, glaube ich, zwei Looks sogar drehen, weil es eben so viel ist. Und genau, ich habe keine Kosten gescheut. Ich habe super viel eingekauft für ein Full Face. Und zum Beispiel so sieht der Primer aus. Ich meine, wie krass ist das bitte? Das sieht doch richtig heftig aus, oder? Und das erwartet man. Also zumindest habe ich das nicht von Shein erwartet, weil die Produkte, die waren auch nicht teuer. Ich glaube, schlussendlich habe ich 50, 55 Euro für diese ganze Kiste an Produkten bezahlt. Ich meine auch, schaut mal hier, wie schön ist das bitte verpackt. Und die Beauty Blender von Shein sind auch richtig krass. Ich habe auch Sachen aus der aktuellen LE bestellt, also diese Picknick-Kooperation. Sunday Picknick heißt das, glaube ich. Genau, und super, super interessante Produkte sind dabei. Und wie gesagt, das Packaging ist so, so heftig, gefällt schon alles auseinander. Also ich habe wirklich alles bestellt, weil die haben eine mega Farbauswahl, auch für dunklere Hauttypen. Und ihr wisst ja, dass ich immer Probleme habe, meine richtige Foundation oder sowas zu finden in der Drogerie. Mittlerweile ist es besser geworden, aber ja, typischerweise muss ich mir trotzdem meistens immer online dann die Sachen kaufen. Was halt jetzt ganz gut passt, weil ja bei Shein auch alles online ist. Und ich bin mega gespannt, diese Produkte auszuprobieren. Ich werde auch sofort dann eine Review geben. Also wirklich, ich habe hier alles bestellt. Wirklich alles, was das Herz begehrt. Ich habe mich, als ich dieses Paket gestern geöffnet habe, das kam ja erst viele Wochen später, so gefühlt, als wäre ich so ein Influencer, der so ein PR-Paket bekommen hat. Und schaut euch mal an, also wie diese Pinsel und so alles sind. Also wirklich, ich habe mir so, so viel interessanten Kram bestellt und will es gerne mit euch zusammen testen. Also abonniert mich an dieser Stelle, falls ihr es noch nicht getan habt. Und da würde ich auch schon sagen, das war's mit dem Video. Also das war wirklich alles. Genau, die ganzen Make-up-Produkte zeige ich noch mal in einem anderen Video ausführlicher. Sonst würde das den Rahmen sprengen und es wäre dann doppelt gemoppelt. Und ja, vielen Dank, dass du mir bis jetzt hier zugeschaut hast. Falls dir dieses Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Die Glocke aktivieren nicht vergessen, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you.